1, 2, 3. Ich darf drauf. Ja, liebe Schützenfamilie, ich muss mal gerade hier am Mikrofon ein bisschen sortieren. Was soll ich sagen? Ich bin begeistert. Ich bin begeistert von der hier anwesenden Schützenfamilie, unseres Bezirksverbandes, von den anwesenden Musikgruppen, die heute mit in unserem Festzug marschiert sind und natürlich auch von den Gästen. Wir können für alles sorgen, nur leider haben wir keine Möglichkeit, am Wetter zu drehen. Aber ich sage mal auf der anderen Seite, was war das bisschen nass? Jener 60. Thronjubiläum der Queen in England. Die sind im strömenden Regen auf dem Schiff gestanden. Millionen von Zuschauern saßen an den Bildschirmen. Aber es ist wirklich so, ich bin stolz auf euch, dass ihr trotz dieser widrigen Wetterumstände uns die Freude gemacht haben, hier unserem Königspaar einen Festzug zu präsentieren. Dafür darf ich euch ganz, ganz herzlich danken. Und natürlich hier einige Gäste ganz besonders heute Nachmittag noch begrüßen möchte. Wir haben den Festzug auslaufen lassen, denn auf der Wiese, da hätten wir Schwimmflossen gebraucht. Ich denke einfach mal, es läuft jetzt schon mal locker an. Die Heide haben es sich gemütlich gemacht mit einem Fässchen Bier, wie ich so sehe. Und das andere werden wir natürlich auch tun. Ich darf aber in unserer Mitte ganz besonders willkommen heißen unser noch amtierendes Königspaar Severin und Margot Zündorf. Herzlich willkommen. Wir sind auch trocken gefahren. Und natürlich auch den König der Könige, Volker Fritz, herzlich willkommen. Mit dabei der Bürgerkönig Tobias Krämer aus Badorf-Eckdorf. Lieber Tobias, schön, dass du da bist. Ich vergesse die Kette noch in den Abziehen. Ja, dann freue ich mich und ich begrüße ganz herzlich den geistlichen Präses der St. Sebastianus Schützenbruderschaft, Herrn Dechert Jochen Tull. Herzlich willkommen. Des Weiteren darf ich den Bundesmeister des Bezirksverbandes Brühl-Süd und stellvertretenden Diözesanbundesmeister ganz herzlich begrüßen aus Brühl-Heide, Dietmar Vetterling. Der Dietmar Vetterling hat unserer Bruderschaft gestern ein sehr, sehr schönes Album überreicht, und zwar vom Jubiläumsschützenfest aus den 30er Jahren, genau gesehen gesagt 1938. Lieber Dietmar, vielen Dank. Das ist auch bebildert, sonst wäre es ja kein Album. Wir werden uns mal in aller Ruhe uns anschauen, was wir davon verwerten können. Ja, ich darf alle anwesenden Majestäten hier auf das Herzlichste begrüßen, möchte aber stellvertretend die Bezirksmajestäten hier im Einzelnen benennen. Das ist einmal das Bezirkskönigspaar Michael Klug und Königin Nicole von Hubertus Fischenich, Bezirksprinz Sascha Mehrkamp von Hubertus Fischenich, sowie die Bezirksschülerprinzessin Claudia Klug, ebenfalls Hubertus Fischenich. Und dann hoffe ich, dass noch die Bezirksschülerprinzessin Vorgebirge dabei war, die Johanna Schneider von Badorf-Eckdorf. Und dann haben wir hier noch den Bezirksbambini-Prinz Fabian Müller von Hubertus Pingsdorf, sowie die Bezirksschützenliesel von Donatus Efferen, Ulrike Lambert. Ihnen allen herzlich willkommen hier bei uns auf dem Schützenplatz. Ich darf mich bedanken dann bei den Abordnungen von Hubertus Fischenich, Hubertus Pingsdorf, Pantalion Badorf-Eckdorf, Sebastianus Pingsdorf, Sebastianus Wesseling, den Kiefhäuser Kameraden aus Brühl, dann Sebastianus Godorf, Donatus Efferen, Hubertus Heide, und bedanken durften wir uns auch bei Sebastianus Forum. Also alle den Bezirksverband angeschlossenen Bruderschaften sind heute Nachmittag hier anwesend, trotz dieser widrigen Wetterumstände. Und das finde ich klasse. Ja, und für die Musik haben heute gesorgt im Festzug das Tambourchor Kirberg.
das Tambochor Dersdorf, das Tambochor Gleuel sowie die Blaskapellen von Mülheim, dem Blasorchester Bornheim und der Blaskapelle Obergarzen. Herzlichen Dank für die tolle Musik während des Festzuges. Ich möchte im Namen unseres Königspaares alle hier anwesenden Majestäten einschließlich der Ehrengäste zur Kaffeetafel in die Schützenhalle einladen. Da dumm hoch jetzt, wir beeilen uns fräse, es fängt wieder an. So, viel Spaß heute Nachmittag noch und bleibt ruhig noch was hier. Stellt euch ein bisschen näher an die Bierbude ran, werdet auch nicht nass. Tschüss.